Um das Drehspulinstrument vom Prinzip her zu erklären, müsst ihr wissen, was die Lorentzkraft ist. Die Lorentzkraft, schaut hier oben auf den Link. Ihr könnt ruhig da oben draufklicken, auf das Video klicken, euch das Thema Lorentzkraft nochmal in 3 Minuten angucken und ihr wisst, wie das funktioniert. Dann wartet das Video hier, ihr verpasst also nichts, klickt ruhig drauf, kein Problem, dann kommt ihr hier wieder zurück. So, jetzt nehmen wir mal an, ihr wisst aus irgendwelchen Gründen schon oder wegen des Videos, denkt an die Links, was die Lorentzkraft ist. Jetzt hatte ich ja gesagt, wir können das ganze Thema noch verbessern. Das war gegen Ende dieses Lorentzkraft-Videos. Wenn ich jetzt also sage, ich habe es mit einem stromdurchflossenen Leiter zu tun, also ich schließe hier an diesem Punkt, ich sage gleich, was das alles ist, schließe ich hier den einen Pol und hier, oh, das war ein bisschen weit, hier den anderen Pol einer Spannungsquelle an, beziehungsweise einer zu messenden Spannung U. Dann fließt der Strom wie folgt, und zwar hier raus aus der Spannungsquelle, rein in diese Spiralfeder. An dieser Spiralfeder, die brauche ich, damit die immer wieder rückstellend wirkt, habe ich gleichzeitig das eine Ende der Spule angeschlossen und die wickelt sich jetzt eben ein paar Mal rum. Raus mit dem Strom, rein in dessen Spiralfeder und wieder zurück zur Spannungsquelle. Das war das schon verbesserte Prinzip am Ende des Lorentzkraft-Videos. Und jetzt sage ich, naja gut, was mache ich? Wenn ich hier eine Spannung anlege, dann wird die Feder sich also irgendwie in irgendwelche Richtung verdrehen. Ich mache das mal in lila. Also höchstwahrscheinlich in dieser obere Teil und der untere Teil dieser Spule in diese Richtung. Das heißt, das Ding dreht sich. Deswegen heißt es ja auch Drehspulinstrument. So, ja, was habe ich jetzt hier für ein Instrument? Bisher noch gar keins. Aber wenn ich jetzt hier an diese also an diese Spule ganz einfach noch einen Zeiger einfach festklebe, den kann ich anbringen, wie ich will. Ich habe einen Zeiger und ich habe da noch eine Skala. Ich deute die mal an. Dann kann ich also sagen, okay, dann kann ich diese Skala entsprechend einstellen und einteilen, pardon, und kann dann sagen, ich kann hier den Strom messen, der durch diesen Leiter fließt. Naja, ist ja eine ganz tolle Sache. Aber bloß mit drei, vier Windungen. Deswegen nimmt man hier wirklich ein paar hundert Windungen ganz dünnen Drahtes, das wird ganz hoch filigran, oder heute macht man es nicht mehr unbedingt, wird ganz hoch filigran gefertigt und ganz toll zusammengeklebt, damit auch ja nichts auseinandergeht. Und jetzt habe ich ja extra hier schon mal diesen Zeiger gar nicht auf Null gestellt. Dann gibt man hier außen noch kleine Stellschrauben an, damit ich den Zeiger kalibrieren kann, ne? Also die Anzeige kalibrieren, auf Null stellen kann. Und so weiter und so fort. Also das sind dann die technischen Feinheiten. Wer das noch richtig betrachten möchte, auch vom physischen Aufbau, wie das alles wirklich aufgebaut ist, der kennt das eigentlich aus der Schule, beziehungsweise ich werde hier mal einen Link anfügen zu Stefan Müller, das ist ein Schweizer und das ist ein sehr guter Physiker, der kann es auch alles sehr schön erklären. Er erklärt euch das Ding dann praktisch nochmal in Natura. Ich habe jetzt kein Drehspulinstrument da, die gibt es mittlerweile kaum noch. Deswegen kann ich es auch hier nicht zeigen und in der Schule bin ich gerade nicht. Also, wenn ihr hier oben auf diesen Link klickt, kein Problem, wartet dieses Video, gar kein Thema, dann geht es hier weiter. Ja, jetzt habe ich gesagt, ich habe hier eine Spannung angelegt. Ja, die Spannung, Na gut, ich kann ja kleine Spannungen messen, wenn ich hier ganz viele Windungen draufbringe. Aber das wird vielleicht nicht reichen. Was mache ich? Was messe ich denn eigentlich? Eigentlich messe ich den Strom hier, ne? Aber wie mache ich das? Na, ganz einfach, mit einem. Ihr ahnt es schon, Spannungsteiler. Wie ein Spannungsteiler funktioniert und dass der eigentlich letzten Endes nur Potentialunterschiede nützt, seht auf den Link hier oben, auf das i und guckt euch das nochmal an, wenn ihr das nicht mehr wisst. Mit dem Spannungsteiler habe ich nämlich mehrere Vorteile. Ich kann das Instrument sehr feinfühlig einstellen, also für kleine Spannungen, beziehungsweise bei entsprechendem Spannungsteilerverhältnis für große Spannungen. Ich muss das nicht unbedingt für Spannungen alleine nehmen. Ich kann auch stattdessen Vorwiderstände, sagt man dazu, davor schalten. Also das heißt, ich male das mal hier rein. Ich würde ganz einfach einen Vorwiderstand hier reinschalten und dann könnte ich das Ding auch als Strommesser nutzen. Und je größer der Vorwiderstand, umso größer können die Ströme sein, die man hier durchschickt, denkst du. Naja, kommen wir dann dazu. Ich erkläre das dann später noch weiter. Ich werde den zum Schluss noch links anfügen, aber ich hoffe, das genügt erstmal nur für das Prinzip eines Drehspulinstruments. Dass man das noch anders anwenden kann, dass das mittlerweile
alles viel moderner mit digitalen Instrumenten geht, das sei jetzt mal außen vor gelassen. Bis später. Tschüss.